Ja, wünsche guten Abend. Man sitzt in gemütlicher Runde beisammen, die Lieder kreisen, der eine trägt was vor, die anderen tragen was vor. Und schließlich fragt man sich, was tragen wir denn vor, was können wir dazu beitragen? Ich trage euch jetzt vor die Arie vom kaputten Hund. Dieses Lied ist in keinem Liederbuch zu finden. Dieses Lied dürfte wohl auch außer ganz wenigen, ganz, ganz wenigen, die aber schon älter sind, keiner kennen. Der hat eine gute Möglichkeit, auf Singewettstreiten damit einzusteigen und die Punkte einzubunkern. Die Arie vom kaputten Hund. Das Lied vom kaputten Hund kennt jeder, aber die Arie vom kaputten Hund ist schon etwas feinfühliger ausgearbeitet. Und es funktioniert ganz genau wie eine Litanei in der Kirche. Vorsänger alle, bis zum Ende des Liedes. Wir machen mal eine Probe. Ein Hund schlich in die Küche, ein Hund schlich in die Küche und so weiter. Ich beginne mit dem Vorspiel und dann beginnt die Arie. Ein Hund schlich in die Küche, ein Hund schlich in die Küche, in die Speisekammer, in die Speisekammer, ins Refektorium. Ins Refektorium und stahl dem Koch eine Blutwurst und stahl dem Koch eine Blutwurst, eine Leberwurst, eine Leberwurst, eine riesengroße Serviolatwurst, eine riesengroße Serviolatwurst. Da nahm der Koch den Löffel. Da nahm der Koch den Löffel, ein Messer, ein Messer. Ein riesengroßes Fleisch, oh Hakomolium, ein riesengroßes Fleisch, oh Hakomolium, und schlug den Hund kaputt, und schlug den Hund kaputt, entzwei, entzwei, ganz mausetot, ganz mausetot. Da kamen alle Dackels, da kamen alle Dackels, alle Schäferhunde, alle Schäferhunde und alle Benediktinos und alle Benediktinos und setzten ihm ein Grabstein und setzten ihm ein Grabstein, ein Kreuz, ein Kreuz, ein riesengroßes Mausoleum, ein riesengroßes Mausoleum. Darauf stand geschrieben, darauf stand geschrieben, gekritzelt, gekritzelt und eingestenografiert und eingestenografiert. Ein Hund schlich in die Küche, ein Hund schlich in die Küche, in die Speisekammer, in die Speisekammer, ins Refektorium. Ins Refektorium. Da hat der Koch den Hund erwischt. Da hat der Koch den Hund erwischt. Er hat ihn aufgetischt. Er hat ihn aufgetischt. Der Hund kam auf die Speisekarte. Der Hund kam auf die Speisekarte. Der Koch hat gekostet. Der Koch hat gekostet. Requiescat in pace, ah.